Guten Morgen, dritter Tag in Mallorca. Heute geht es zum Yachthafen nach Palma Nova, in die andere Richtung quasi der Küste entlang und dann über einen schönen Trail retour. Werden so circa 55 Kilometer heute nur sein. Dafür plane ich dann ein bisschen Sightseeing in Palma. Jo, ich freue mich. Ein cooler Radweg, mitten durchs Wasser, darüber zu gehen, mit dem Rad. Zum Glück ist das Rad eh nicht so schwer, trotzdem sind sie ein bisschen kitschig, die Steine. Ganz schön glitschig die Steine. Ja, einen Blick hineinwerfen werde ich trotzdem, auch wenn es gefährlich ist. So gefährlich wird es. Bei mir waren eindeutig schon andere da. So schaut es da aus, da drinnen. Ein richtiger Lost Place. Lass ich das Rad jetzt lieber stehen und geht's Fuß weiter. Naja, das ist jetzt eine blöde Geschichte. Das Tor ist zugesperrt. Das denkt sich der Kletter drüber. Das wäre Plan B. Plan A ist, ich fahre ein Stück zurück und schaue, ob ich da so, da waren Wohnhäuser da drüben, ob es da irgendwie so rüber geht. Wohnhäuser. Das sind keine Wohnhäuser. Ich meine, waren vielleicht einmal welche, aber da ist nichts mehr. So. Das heißt, ich brauche einen Plan C. Das schaut gut aus. Ja, Plan C funktioniert. Wer lange sucht, der findet. Da ist ein Ausgang. Ich hoffe, der führt mich auch tatsächlich raus. Aber ich glaube, das war der Zaun. Müssen wir hoffen. Ah, da ist die Straße. Super. Da ist jetzt raus. Da vorne ist der Leuchtturm. Links ist ein Weg. Und jetzt ist Klettern angesagt, weil irgendwie muss ich ja zu dem Weg kommen. Das war natürlich so nicht eingeplant. Aber was soll's. Naja, gar nicht ganz so einfach, weil die Steine sind ziemlich kitschig. Aje, ich ahne Schlimmes. Irgendwie ist da der Weg weitergegangen. Ja, beziehungsweise er ist offensichtlich, geht der Weg weiter genauer hier, wo es mir auch nicht sehr viel hilft, weil es dürfte genauso zugesperrt sein. Ausgenommen.
naja, jetzt hoffe ich einmal, dass man da zumindest durchkommt. Oder auch nicht. Ja, Radfahren ist sowieso verboten. Ausgenommen Einzelautorisierung, lese ich da gerade. Nur blöderweise muss man darüber klettern. Ja, okay. Freunde. Was soll denn der Scheiß? Ja, klettern ist keine gute Idee. Ah. So, ab 26.11. darf man überhaupt nicht mehr rein. Super! Geil! Wenn ich da nicht rein kann, dann komme ich überhaupt nicht auf meine Tour. Da gibt es ja keinen Umweg. Ich muss darauf. Das Gelbe zwar da drüben an Single Trail, der hat aber glaube ich 40% Steigung. Das ist glaube ich keine Gerinde. Ja, das könnt ihr mich gern haben. Da steht nichts von Radfahrer, also rechts vorbei. Naja. Der Ausblick ist schon gewaltig von da oben. Ein Stückchen geht es noch rauf, aber nicht mehr viel. Ich glaube so 150 Höhenmeter. Das Astl ist gemein. Die Steine sind sehr glitschig. Ich glaube, das habe ich heute schon ein paar Mal gesagt, aber es ist noch immer so. Thank you.
Ja, auch auf Mallorca gibt es meine Bäume, die quer über den Weg liegen. Ja, da war einmal ein Zaun, den habe aber nicht ich niedergetreten, sondern es waren schon viele Leute vor mir. Und so wie das ausschaut, das ist ein richtiger Trampelpfad, machen das alle. Nur das Radl muss man heben, weil die Dornen sind, die Spitzen sind noch immer da am Boden. Oje, da begrüßt mich ein Hund. An einer Leine. Das schaut nicht sehr freundlich aus. Das ist ganz gemein. Aber ich muss da durch. Der lässt mich da nicht durch. Wie weit geht noch? So was habe ich auch noch nicht erlebt. Das ist jetzt echt weniger lustig. Jetzt bin ich unten im Tal und der Hund an dem Laufseil quer über den Weg, der lässt mich natürlich nicht rüber und der schaut echt gefährlich aus. Links, da geht es ordentlich rauf. Ich habe das ausprobiert, ich habe es zwar geschafft, dann irgendwie, dass ich da drüber komme, aber mit Rad unmöglich. Auf der Seite, ja, das ist die einzige Chance, da muss es gehen irgendwie. Weil den ganzen Weg retour, na das ist unmöglich. Da gehe ich, weiß ich nicht, 3-4 Stunden, da ist dunkel. Also ich muss da weiter und ich muss an dem Hund vorbei. Hallo Trio, das wird lustig. Na, wo hänge ich da jetzt? Hänge ich jetzt schon am Anfang? Mit dem Pedal. So einen unnötigen Strauch. Das ist doch scheiße. Also bis daher kommt der Hund, wie man sieht. Da habe ich rutschen brauchen wir. Der frisst mich. So, wie komme ich da rauf am besten? Das Rad darf man auch nicht runterfallen. Ja, der Freund da unten wartet nicht drauf. Jetzt kann ich mir überlegen, wie ich wieder runterkomme. Ich glaube, so lang ist das Seil vom Hund nicht. Da unten zuckt gerade einer aus und der eine heißt Hund. Der merkt, dass ich ihn überliste. Ja, jetzt schon steppert. Wenn das der Herr wüsstet, kam's denn die Wurst. Das ist jetzt die nächste Sperre nach dem Hund. Die muss ich jetzt auch überwinden. Dann
jetzt hoffentlich ein Stückchen gehen und dann frage ich mich, wie ich jemals wieder rauskomme aus dem Hochsicherheitstrakt. Ja, und jetzt eine fast 3 Meter hohe Mauer hinunter, Ivernarisch. Ja, da ist eine Treppe. Oder das war einmal eine Treppe. Und die einzige Chance, die ich sehe, dass ich da überhaupt runterkomme. So, ja, ich ja. Jetzt muss ich noch schauen, dass ich da irgendwie wieder rauskomme. Aber zumindest sind keine Leiter. Schon was. Na bitte. System überlistet. Sollte irgendwie funktionieren. Aha, da oben hängt es noch. Okay. Wird sich aber trotzdem ausgehen. Naja, ein Abenteuer, auf das ich gern verzichten hätte können. Nicht wie ich bin, mache ich dann trotzdem das Tor wieder zu. Das glaube ich jetzt nicht. Da ist nur eine Absperrung. Na, du wirst noch nichts tun, oder? Thank you.
Ja. Hallo. Hallo.